endlich meine schöne Erfindung. Mit dieser bösen Version von Tigius werde ich alle gegen das angesehenste Animaker wenden. Ich bin in einer echten Zwickmühle. Ich muss um Hilfe rufen. Hier ist Johnny. Womit kann ich dir helfen? Johnny, hier ist Bob. Du musst Tigius zum Stoppen bringen. Ich habe einige Bänke beim Rathaus gestrichen, als er anfing, alles zu zerstören. Tigius, bist du sicher? Das klingt nicht nach ihm. Ich sage es dir, er jagt mich jetzt gerade. Überlass es mir, Bob. Ich werde herausfinden, was los ist. Hey Johnny, bereit für eine Mission, Kumpel? Tigius, was machst du? Bob hat mich gerade angerufen und gesagt, dass du Chaos in der Stadt anrichtest. Was? Das ist unmöglich. Ich war den ganzen Tag auf meinem Posten. Das ist so komisch. Bob ist sich sicher, dass du es warst. Lass mich dorthin gehen und nachforschen, Johnny. Ich werde dem auf den Grund gehen. In Ordnung, Kumpel. Ich vertraue dir. Hä? Hier ist niemand. Bob, bist du das? Bitte tu mir nichts. Komm schon, Bob. Ich bin's. Was ist hier los? Sag du es mir. Du hast mich vorhin wirklich erschreckt. Wovon redest du? Tu nicht so, als wüsstest du es nicht. Ich sah dich gerade Richtung Katies Restaurant gehen. Es scheint, als ob sich jemand für mich ausgibt. Ich muss ihn aufhalten. Katie, was ist passiert? Was passiert ist? Du bist passiert. Was? Halt mich nicht für dumm, Tigius. Wo hast du mein Eis hingebracht? Wohin? Ich war das nicht, Katie. Das muss mein böser Zwilling gewesen sein. Verflixt. Wenn ich nicht bald damit aufhöre, werden mich alle hassen. Hä? Was ist das? Natürlich. Das gestohlene Eis muss schmelzen. Und es hinterlässt eine Spur. Wenn ich hier folge, bin ich mir sicher, dass ich diesen Gauner finden werde. Du bringst besser mein Eis zurück. Gut gemacht, pelziges Kätzchen. Oh je, ich bin so viel schlauer, als ich dachte. Bist du dir da sicher? Gut, gut, gut. Wenn das nicht das am meisten gehasste Animaker der Welt ist. Dein dummer Plan ist jetzt vorbei, Vicky. Wirklich? Doppelt verflixt. Du kannst dich nicht bewegen, kleines Kätzchen. Keine Sorge, dein böser Zwilling wird dafür sorgen, dass niemand dich vergisst. Komm schon, Klon, weg von diesem Loser. Tschüss, Anima-Blödmann. Diese verrückte Göre und ihr billiger falscher Anima-Tiger. Ich werde hier nie alleine rauskommen. Ich rufe Johnny um Hilfe. Tigius, hast du den Bösewicht geschnappt? Johnny, ich brauche deine Hilfe. Vicky hat Chaos mit einem bösen Zwilling von mir verursacht. Und jetzt hat sie mich an den Boden geklebt. Oh nein, das ist furchtbar. Ich hab's. Keine Sorge, Tigius. Du kommst da raus wie eine Rakete. Turbo- und Monsterräder umwerfen. Mal sehen, mal sehen. Wen können wir jetzt ärgern? Hä? Huh? Was ist das? Hallo, Vicky. Lange nicht gesehen. Oh nein! Dieser Anima-Blödmann ist aus meiner Schleimfalle entkommen. Nun, wenn er seine Lektion nicht lernen will, werde ich ihn zwingen. Gib auf, Vicky. Dieser alte Trick wird bei mir nicht mehr funktionieren. Keine Sorge, Katie. Ich bin sicher, du wirst dein Eis zurückbekommen. Oh nein, er ist wieder da. Der böse Tiger ist zurück. Sie sind zu zweit?
Okay, jetzt oder nie. Auf keinen Fall! Deine kleine Reise ist zu Ende, Vicky. Dein Eis ist so gut, Katie. Danke, Tigers. Es tut uns wirklich leid, Tigers. Wir hätten nicht an dir zweifeln sollen. Keine Sorge, Freunde. Außerdem hattet ihr zwei eine ziemlich gute Idee, um diesen falschen Tiger und mich auseinanderzuhalten. Moment mal. Ich verstehe, dass falsche Tigers einen Schnurrbart brauchen, aber warum habe ich auch einen?